Der Mann ist Botschafter in Rom, ehemaliger steirischer Landeshauptmann und Ex-Minister und will heute noch österreichischer Bundeskanzler werden, wenn der Putsch gelingt. Zu Mittag stürmen bewaffnete Nationalsozialisten das Bundeskanzleramt. Als man Engelbert Dollfuß in Sicherheit bringen will, wird er von 2 Schüssen getroffen. Die Putschisten verhandeln, der Kanzler bleibt ohne Hilfe. Doch der schlecht geplante Umsturz scheitert. Am Abend ist Rintelen verhaftet und Dollfuß tot. Ich wollte ja nur den Frieden, soll der gläubige Katholik noch gesagt haben. Landleben und bäuerliche Frömmigkeit haben Engelbert Dollfuß geprägt und auch sein politisches Denken beeinflusst. 1892 wurde er im niederösterreichischen Texing geboren. In seinem Geburtshaus befindet sich heute ein kleines Museum, ein Fenster in die Vergangenheit eines Mannes, der bis heute polarisiert. Leopold Dollfuß ist seinem Großonkel auch persönlich begegnet. Es ist lange her, aber er erinnert sich noch an die Zeit, als viele Katholiken hofften, der von Dollfuß gegründete autoritäre christliche Staat wäre die richtige Antwort auf die Probleme der Zeit. Aber auch an das Lied, das nach dem Tod des Kanzlers gesungen wurde, erinnert sich Leopold Dollfuß. Der Jungen schließt die Reihen gut, ein Toter führt uns an. Aber Toter führt uns an. Der Junge fliegt die Reihen gut, ein Toter führt uns an. Er gab für Österreich sein Blut, ein allerdeutscher Mann. Die Mörder fuhren sich nach, die Ritter konnten satt und klein. Der Junge steht frei, wie Dollfuß in sich. Begeistert, mein Gott, das sind halt mehr, das Landvolk mehr gewesen, nicht? Begeistert, nicht? Ne? Was nur da, weil ansonsten, die Arbeiterschaft, nicht? Die war nicht begeistert, nicht? Wie viele Politiker seiner Zeit hat Dollfuß im Ersten Weltkrieg gekämpft, an der Isonzo-Front? Ein Gemetzel, das auch in den Seelen derer, die es überlebten, nicht ohne Folgen blieb. Für die katholische Kirche ist es ein gerechter, gottgewollter Krieg. Priester wie Theodor Innitze, der spätere Erzbischof von Wien, segnen die Soldaten, die für Gott, Kaiser und Vaterland kämpfen und sterben. Der Monarch ist Schutzherr gegen Sozialismus, Liberalismus, gegen neue Ideologien, gegen Atheismus und säkularisierte Welt. Kaiser Franz Josef stirbt 1916, nach 68 Jahren auf dem Thron. Sein Tod nimmt das Ende vorweg. 2 Jahre später ist der Krieg verloren, die Monarchie zerfällt. Kirche war ja Thron und Altar. Und jetzt ist auf einmal der Thron weg und es steht der Altar herum. Nicht? Und wo steht er herum? In einer links orientierten, von sozialen Forderungen geprägten, durcheinanderfallenden, auseinanderfallenden Gesellschaft und staatlichen Systeme. Also ich glaube, dass die Kirche am Beginn dieser Republik auch
die Orientierungslosigkeit der gesamten bürgerlichen Gesellschaft mit übernommen hat. Bitte, der von Wien, damals noch Fürsterzbischof Friedrich Gustav Biffel, hat 14 Tage vor dem Ende der Monarchie und Beginn der Republik noch mit schallender Stimme gepredigt im Stephansdom: Gut und Blut für unseren Kaiser, Gut und Blut für unser Vaterland. 14 Tage später, den Kaiser gibt es nicht mehr, die Republik wurde ausgerufen. Als am 12. November 1918 in Wien die Republik proklamiert wird, folgen viele Katholiken nur widerwillig. Dass das Recht nun vom Volk ausgehen soll und nicht mehr von Gott, scheint ihnen schwer begreiflich. Zudem gilt die Republik als sozialistisches und bolschewistisches Projekt. Rotgardisten haben aus der Rot-Weiß-Roten eine rote Fahne gemacht. Das schürt bürgerliche Ängste. Die katholischen Bischöfe mit dem Wiener Kardinal Piffl an der Spitze sind keine Anhänger der Republik. Aber sie fügen sich dem Diktat des Faktischen, mahnen zur Treue gegenüber dem neuen Staat und verweisen auf den Römerbrief des Apostels Paulus. Alle staatliche Autorität kommt von Gott. Nach dem Krieg verbieten die Friedensverträge von Saint-Germain den Anschluss an Deutschland. Das kleine Österreich scheint Vertretern aller Lager kaum lebensfähig. Auch viele Katholiken treten in den 20er Jahren für eine Vereinigung mit Deutschland ein. Die katholische Kirche hat etwas, was dann nahtlos in den März 38 führt. Sie hat nämlich eine starke Affinität zum Deutschnationalismus. Sie ist eine autoritäre Struktur, also keine demokratische. Und sie hat etwas, was auch wieder 38 eine große Rolle spielt, nämlich den Reichsmythos. Und das ist nicht der Anschluss an das große Deutsche Reich ex 1919, sondern es ist der Anschluss an das große Heilige Römische Reich. Das spukt da herum. Ein Konzept war ein gemeinsames Reich, wo aber Österreich den Deutschen, den anderen Deutschen, die Kultur bringt. Den hohen ethischen Standard, also die Mission, die Aufgabe, Deutschtum zu missionieren. Viele Menschen haben andere Sorgen. Die Folgekosten des Weltkriegs lasten als schwere ökonomische Hypothek auf der jungen Republik. Die Inflation beträgt bis zu 1400%. Armut, Hunger und Krankheit sind die Folge. Genug zu tun für Katholiken, die die soziale Dimension des Glaubens ernst nehmen. Zum Beispiel die erste weibliche christlich-soziale Abgeordnete, Hildegard Burian. Sie gründet 1919 die Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis. Der christliche Gewerkschafter Leopold Kunschak setzt sich für Arbeiter- und Sozialrechte ein. Auf die traurige Lage der Arbeiter hat schon 1891 die Enzyklika Rerum Novarum von Papst Leo XIII. Hingewiesen. Aber die Lösung liegt für den Papst nicht im Sozialismus. Er verteidigt das Privateigentum und lehnt den Klassenkampf ab. Der Kapitalismus müsse seine soziale und moralische Verantwortung gegenüber der Arbeiterschaft wahrnehmen. In der Kaiserzeit herrschte ein enges Miteinander von Kirche und Staat. Auch in der Republik sind viele Priester als christlich-soziale Politiker aktiv. Der politische Katholizismus will die alten Privilegien retten. Schutz für ihre Interessen sucht die Kirche vor allem bei den Christlich-Sozialen und ihrem Vorsitzenden Ignaz Seipel. Für den Priester, Theologen und mehrmaligen Bundeskanzler ist klar, der Staat muss katholisch bleiben. Er war ein sehr asketischer, ein Mann, der sich sehr beherrschen konnte, sehr sich selber im Zaum halten konnte. Aber er war auch ein Politiker im sogenannten politischen Katholizismus, damals die tragende Figur. Von 1918 bis 1920 sind die Sozialdemokraten an der Regierung beteiligt. 8-Stunden-Tag, Kollektivverträge, Arbeitslosenversicherung oder Altersversorgung werden gesetzlich verankert. Eine sozialpolitische Revolution. Aber diese neuen Arbeiterrechte kosten Geld und verteuern die Produktion. Das bringt Konflikte mit Industrie und Kapital und auch mit dem Wirtschaftsflügel der Christlich-Sozialen Partei.
Ignaz Seipel ist Demokratieskeptiker. Er fürchtet um das intellektuelle Niveau, das Verschwinden der Eliten. Er misstraut den Sozialdemokraten mit ihrer manchmal radikalen Rhetorik. Eine kommunistische Revolution in Österreich will er aber mit allen Mitteln verhindern. In Russland haben die Bolschewiken unter Wladimir Iljitsch Lenin 1917 die Macht an sich gerissen. Der religionsfeindliche Bolschewismus mit seiner Tendenz zur Internationalisierung ist zum ideologischen Hauptfeind der Kirche geworden. Der Verlust von Religion ist für Seipel der Anfang vom Abstieg eines Volkes. Das Festhalten an ihr hingegen ein hohes Gut. Seine kirchenpolitische Devise: Missionierung der Seelen. Keine Veränderung, alle katholischen Bastionen halten. Vor allem in Schulfragen beharrt die Kirche auf ihren Rechten. Das führt zum Kulturkampf mit der Sozialdemokratie. Die Kirche fordert staatliche konfessionelle Schulen und möchte durch die Lehrer auch die religiöse Praxis der Schüler kontrollieren lassen. Der sozialdemokratische Staatssekretär für Unterricht, Otto Glöckl, hingegen hebt mit einem Erlass die Verpflichtung zu Schulgebet, Religionsunterricht oder Sonntagsgottesdienst auf. Eine Maßnahme gegen den Zwang, nicht gegen die Religion. Wir müssen bedenken, die Sozialdemokratie, die Wiener Sozialdemokratie in der Ersten Republik hat gratis Religionsbücher verteilt. Streitpunkt Ehe. Die Kirche kämpft gegen die Zivilehe, die verpflichtende Trauung vor dem Standesamt und gegen die Wiederverheiratung Geschiedener. Streitpunkt Priesterbezahlung. Wie zu Kaisers Zeiten soll der Staat weiterhin die Priester finanzieren. Die Sozialdemokratie ist dagegen. Also diese Zeit der übertriebenen Förderung von katholischen Gedankengut und Gepflogenheiten durch den Staat, darum ist es ja gegangen, das war sehr problematisch und hat vieles dazu beigetragen, hier einen, wenn schon nicht Hass, aber einen Widerstand aufzubauen gegen Kirche und Katholizismus. 1920 zerbricht die rot-schwarze Koalition. Seipel wird zum Architekten einer langjährigen Bürgerblockregierung. Anders im Wiener Rathaus. Dort regieren die Sozialdemokraten bis 1934. Das rote Wien mit dem Bürgermeister Karl Seitz setzt Maßstäbe im sozialen Wohnbau, in der Bildungs- und Sozialpolitik. Religion ist für die meisten Austromarxisten Privatsache. Sie fordern die Trennung von Kirche und Staat und bekämpfen den politisierenden Klerus, der als Verbündeter von Industrie, Wirtschaft und Großkapital gilt. Wahlplakate spiegeln diese Kritik. Ihren Kritikern gilt die katholische Kirche als politische Kraft des Status quo, die überkommene Strukturen bewahren will. Auf der anderen Seite eine Sozialdemokratie, die ja davon ausging, dass die einschneidenden Veränderungen der Strukturen in der Gesellschaft und in Politik die unumgängliche Voraussetzung dafür ist, dass Ausbeutung abgeschafft wird, dass die Ungleichheit beseitigt wird, dass die Verelendung abnimmt. Um die galoppierende Inflation zu stoppen, verhandelt Ignaz Seipel 1922 eine Völkerbundanleihe und führt den Schilling ein. Die Bevölkerung muss dafür Steuererhöhungen und Lohnkürzungen in Kauf nehmen. Seipel wird jetzt auch aus wirtschaftspolitischen Gründen zum Feind der Sozialdemokratie. Immer tiefer werden die politischen Gräben zwischen ihm und seinem Gegenspieler Otto Bauer.
Die großen Konflikte spiegeln sich oft auch im Kleinen wider. Der Osttiroler Viktor Idl ist 96 Jahre alt. Da hat der Pfarrer in Gendorfer Bauer Schriebach verboten, uns die Milch zu geben, weil mein Vater Sozialist war. Da haben wir Gas, Ziegen, nicht Zuber getan. Und da haben wir wohl Milch gehabt. Ja. Paramilitärische Verbände auf den Straßen. Nach dem Krieg fehlt eine ordnende Gewalt. Heimwehren und rechte Frontkämpferverbände organisieren sich gegen die Sozialdemokratie. Diese gründet 1922 den Republikanischen Schutzbund, der sich zur Verteidigung von Republik und Arbeiterschaft rüstet. Bald stehen in den paramilitärischen Verbänden weit mehr Menschen unter Waffen als bei Militär und Polizei. Ich führe diese Gewalt in der Ersten Republik auf die Fortsetzung der Gewalt des Krieges zurück. 1927 schießen im burgenländischen Schattendorf Frontkämpfer auf Schutzbündler und töten zwei Menschen. Als sie am 25. Juli freigesprochen werden, eskaliert die Lage in Wien. Demonstrierende und streikende Arbeiter ziehen zum Justizpalast und legen Feuer. Bundeskanzler Seipel befürchtet eine marxistische Revolution. Der Wiener Polizeipräsident lässt schießen. 5 Polizisten und 89 Demonstranten sterben. Die Flammen lodern die ganze Nacht. Es ist der Anfang vom Ende der Demokratie. Seipel sagt später, man könne nichts von ihm verlangen, was gegenüber den Schuldigen milde erschiene, aber grausam wäre gegenüber der verwundeten Republik. Fortan nennen ihn seine Gegner Prälat ohne Milde. Selbst Katholiken kritisieren den Priesterkanzler. Die Kirche sei zu nah an der Macht und politisch nicht neutral. Seipel notiert ins Tagebuch: Trage ich Schuld, dass sich mein Leben von der Seelsorge wegentwickelt hat? Ich kann mit niemandem diskutieren, ich kann keine Versöhnung finden, wenn ich auf der einen Seite der Gewehre stehe. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum jetzt etwas, eine überspitzte These, aber sie ist sehr Hand und Fuß, Seipel eigentlich, dass der Moment war, wo die Kirche innegehalten hat, ob dieser Weg der richtige ist. Der Justizpalast brandt, schürt Ängste vor roter Gewaltbereitschaft. Zwischen Bolschewismus und Sozialismus wird in der Propaganda nicht mehr unterschieden. Auf der anderen Seite erreicht jetzt die Kirchenaustrittspropaganda der Sozialdemokraten und Kommunisten einen Höhepunkt. Zehntausende verlassen die Kirche. Brückenbauer suchen den Dialog. Der Bund religiöser Sozialisten mit dem sogenannten kleinen Otto Bauer oder auf katholischer Seite der Theologe Michael Pfliegler. Aber solche Dialogversuche erleiden einen Rückschlag, als Papst Pius XI. 1931 in seiner Sozialenzyklika Quadragesimo Anno dekretiert: Religiöser Sozialismus, christlicher Sozialismus sind Widersprüche in sich. Es ist unmöglich, gleichzeitig guter Katholik und wirklicher Sozialist zu sein. Durch die Weltwirtschaftskrise von 1929 wächst das Heer der Arbeitslosen auf mehr als eine halbe Million Menschen. Seipel bietet den Sozialisten eine Regierungsbeteiligung an, nachdem die Kreditanstalt 1931 zusammengebrochen ist. Die lehnen ab. Das Misstrauen ist zu groß. Der Ruf nach einer Regierungsdiktatur wird lauter, auch um Lohn- und Sozialkosten zu senken. Das stärkt die Heimwehr, den paramilitärischen Kampfverband des Bürgerblocks. Sie setzt ganz auf den Kampf gegen die rote Gefahr, drängt an die Macht und stellt sich als Heimatblock zur Wahl. Die Heimwehr feiert Gottesdienste. Im Kampf gegen die Sozialdemokratie wird sie für katholische Politiker immer wichtiger. Die Kämpfer versuchen sich in der Politik. 1930 wird der Fürst und Heimwehrführer Ernst Rüdiger Starhemberg Innenminister.
Parteiarmee und staatlicher Sicherheitsapparat verschmelzen. Starhembergs Heimwehr bekennt sich seit 1930 zum faschistischen Korneuburger Eid. Darin heißt es, wir verwerfen den demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat. Nachdem Heimwehrmitglieder in Regierungsfunktion waren, dann war ja klar, in welche Richtung das gehen wird, nämlich gegen die Sozialdemokratie und gegen die demokratische Verfassung dieses Landes. Am 2. August 1932 stirbt Ignaz Seipel. Im Prälatengewand trägt man den Politiker zu Grabe. Der Sozialdemokrat Otto Bauer zollt ihm persönlich Achtung, schreibt aber, der Inhalt seines Lebens war sein Kampf gegen uns. Im Trauerzug Engelbert Dollfuß, seit dem 20. Mai Bundeskanzler, und hinter ihm die Herren von der Heimwehr. Wenig später wird Theodor Innitzer Erzbischof von Wien. Der Moraltheologe hat sich als Sozialminister einen guten Ruf erworben. Er hat für die Absicherung von Mindest- und Invalidenrentnern gesorgt und das Streikrecht in den Betrieben gestärkt. Mit seiner Ernennung soll die Kirche sozialpolitisch an Profil gewinnen. Innitzer ist Sudetendeutscher. Deutsch zu sein, das hat für ihn einen hohen Stellenwert. Wer seine Heimat liebt und wer die Bräuche liebt, die von den Vorfahren, die doch vom Glauben durchdrungen waren und von echter Religiosität, wer das hochhält, der wird nicht auf Abwege kommen. Der wird auch ein treuer Patriot sein. Das wird ein treuer Österreicher und ein treuer Deutscher sein. Deutschnational, großdeutsches Reich, alle Deutschen in einem Reich, diese Gesinnung hat er. Das hat ihn geprägt. Wie stark die Feindbilder im Land 1932 bereits sind, zeigt ein Preisausschreiben des Wiener Kirchenblattes mit der Frage, was muss weg und was muss her, damit Österreich glücklich werden kann? Kommunisten und Freidenker müssen weg und die Todesstrafe her, findet eine junge Frau. Viele andere wollen den Sozialismus weghaben und den Glauben her. Und eine 13-Jährige findet, alle Nicht-Katholiken müssen weg vom Parlament. Nutznießer der ökonomischen, sozialen und politischen Krise sind die Nationalsozialisten. Bei einigen Landtagswahlen haben sie starke Gewinne erzielt. Die Regierung Dollfuß hat im Parlament nur eine Stimme Mehrheit und fürchtet Wahlen. Am 4. März 1933 sind nach einer Abstimmungspanne alle drei Nationalratspräsidenten zurückgetreten. Dollfuß nützt die Gelegenheit, das Parlament auszuschalten. Als der Nationalrat wieder zusammentreten will, verhindert das die Polizei. Der Kampf gegen die Sozialdemokratie ist längst zum Kampf gegen die Demokratie geworden. Nun werden die Kollektivverträge per Verordnung abgeschafft. Der Schutzbund wird verboten, ein Streikverbot erlassen. Und eine Morgengabe des Regimes an die Kirche, der Glöckelerlass, wird aufgehoben. In der Schule herrschen wieder Betzwang und Religionspflicht. Der Parteienstaat, sagt Dollfuß, sei wie ein Fuhrwerk, dessen Pferde in verschiedene Richtungen ziehen. Jetzt soll eine starke autoritäre Regierung eine klare Richtung bestimmen. Den Staat denkt Dollfuß wie einen Bauernhof, wo ein gütiger Bauer und die Knechte an einem Tisch sitzen. Land und Scholle werden verklärt, als Inbegriff ungestörter Harmonie. Als der Kanzler vor Bauern in Villach über die Eliminierung des Parlaments berichtet, brandet Applaus auf. Da habe er den Finger Gottes gespürt, berichtet er später. Dollfuß selbst war überzeugt, dass diese Fiktion, dieser Mythos der bäuerlichen Einigkeit zwischen Knecht und Bauer, die es ja nie gegeben hat, die sind nur beim Tisch gesessen, also Symbole waren das, nicht, aber nicht politische Realitäten, dass das auch Grundlage eines Staates sein kann. Also es war ein ganz erstaunlich naives Konzept. Im März 1934, ein Jahr nach der Parlamentsausschaltung, feiert der Linzer Bischof Johannes Maria Kvöllner einen Dankgottesdienst.
Pföllner ist Monarchist und hält nichts von der Demokratie. Er warnt vor dem Faschismus, aber eine autoritäre Führung, das entspricht seinem Geschmack und seinem Stil. Prälat Johann Weidinger hat 1934 im Linzer Knabenseminar Petrinum maturiert. Heute ist er der Einzige aus seiner Klasse, der noch am Leben ist. Für das Priestertum hat ihn sein Heimatpfarrer begeistert. Seinen Bischof hat er vor allem distanziert erlebt. Damals war es halt schlecht, denn wer eine Aufgabe in der Führung gehabt hat, der war auch ein souverän Obenstehender und hat eben nur mitgeteilt, was er will. Ne? Aber hat es nicht besprochen mit denen, für die er verantwortlich war. Als Theologiestudent geht Weidinger gern in die Berge, nicht immer im Theologenschwarz. Der Johannes Maria Gfüllner hat mich von der kleinen Unterstützung, die ich bekommen habe für Studium, hat er mich deshalb auch wieder ausstreichen lassen, weil ich heute in der kurzen Hosen am Traunstein war. Kardinal Innitzer schreibt, beim Umbau demokratischer Formen zu autoritärer Führung sei göttliche Führung am Werk. In einem Aufsatz meint er, das Führerprinzip bricht sich in der alten und neuen Welt Bahn. In der Kirche herrscht es seit jeher. Um Kulturkämpfe künftig zu verhindern, fordert die Kirche ein Konkordat. Jetzt, da das Parlament ausgeschaltet ist und die Zustimmung der Sozialdemokraten nicht mehr erforderlich, geht es sehr schnell. Am 6. Juni 1933 besiegeln Dollfuß und Kardinal Pacelli den Pakt. Die Kirche kann zufrieden sein. Es gibt weiterhin keine Zivilehe. Der Staat zahlt die Priester und sogar staatliche konfessionelle Schulen werden in Aussicht gestellt. In Italien regiert seit 1922 der Faschismus. Der Duce, Benito Mussolini, ist damals nach dem Marsch auf Rom an die Macht gekommen, hat die Oppositionsparteien verboten und regiert jetzt diktatorisch, gestützt auf seine nationale faschistische Einheitspartei. Mussolini braucht ein unabhängiges Österreich als Bollwerk gegen Deutschland. Er wird zum wichtigsten außenpolitischen Verbündeten und drängt Dollfuß zur endgültigen Ausschaltung der Sozialdemokratie. Das wertet auch die Heimwehr auf, die von Mussolini finanziell und politisch unterstützt wird. Schon im Mai 1933 hat Starhemberg einen großen Aufmarsch in Schönbrunn organisiert. Die Heimwehr beschwört die Treue zum Kanzler. Fremdgeist und fremde Ideen sind in unser Volk, haben sich eingenistet und haben böses Unheil angerichtet. Und im Kampf um die Heimat, im Kampf um die beste Gestaltung unseres Heimatlandes halten wir fest und treten zusammen. Am Nachmittag bei der Parade kommt es zu Zusammenstößen mit provozierenden Nationalsozialisten. Längst zeichnet sich ab, dass die Nazis nicht klein beigeben werden. In Deutschland ist Adolf Hitler schon an der Macht. Das fördert den Zulauf auch in Österreich. Die Regierung hat einen Zweifrontenkampf geführt, unstrittig. Aber der Hauptfeind im Jahr 1933 war nicht die Nationalsozialisten, vorerst, sondern es war die Sozialdemokratie. Zum großen allgemeinen deutschen Katholikentag im September 1933 kommt ein päpstlicher Gesandter. Die mehrtägige Großveranstaltung hat auch eine politische Botschaft. Man gedenkt der Belagerung Wiens durch die Türken im Jahr 1683 und vergleicht sie mit der aktuellen Bedrohung aus dem Osten durch Bolschewiken und die Rote Flut. Beschworen wird ein wehrhaftes und kämpferisches Christentum. Man feiert einen Helden von damals, Prinz Eugen, den edlen Ritter, und hofft auch heute siegreich zu sein gegen die rote Gefahr.
Mussolini hat Dollfuß unter anderem empfohlen, eine große programmatische Rede zu halten. Auf dem Wiener Trabrennplatz, nicht als Programmpunkt des Katholikentages, aber doch in seinem Umfeld, skizziert der Kanzler seine Pläne. Es sei gelungen, eine Alleinherrschaft des gottlosen Marxismus zu verhüten, sagt Dollfuß. Das Parlament hat sich selbst ausgeschaltet, ist an seiner eigenen Demagogie und Formalistik zugrunde gegangen. Jetzt soll ein sozialer, christlicher, deutscher Staat Österreich entstehen. Ein Ständestaat, wie er in der Enzyklika Quadragesimo Anno beschrieben wird. Mit dem Ruf, Gott will es, beendet Dollfuß seine Rede. Es ist der Ruf der Kreuzfahrer. Und auch das Krückenkreuz, das Symbol des künftigen Staates, geht auf die Zeit der Kreuzzüge zurück. Die Bischöfe reagieren freudig. Die Katholiken fühlten sich verpflichtet, in unentwegter Treue zu dieser Regierung zu stehen, schreiben sie in ihrem Weihnachtshirtenbrief. Dann wieder das wohlbekannte Argument. Jede irdische Gewalt und Autorität erstrahlt im Schimmer der göttlichen Autorität. Der Papst selbst habe das Vorhaben gelobt, den Staat auf den Grundlagen der katholischen Lehre neu aufzubauen. Den vornehmen Männern, die Österreich regieren, habe er einen mächtigen Segen erteilt. Denn sie hätten wahrhaft christliche Gedanken. Eines steht fest. Die Kirche war einer der zentralen Legitimatoren des Marsches Österreichs in die Diktatur. Die Bischöfe teilen auch einen Beschluss mit. Sie ziehen alle Priester aus der Parteipolitik zurück, vorübergehend und in Rücksicht auf die heiklen politischen Verhältnisse, wie es heißt. Durch diese Regierung seien ihre Interessen ohnehin garantiert. Realiter lief's anders, nämlich, dass gerade der Rückzug der Priester aus Politik das Parteiensystem enorm geschwächt hat. Und von daher war es nicht eine Strategie, wo die Kirche sagt, wir gehen jetzt auf Distanz zur Politik, sondern im Gegenteil, mit dieser Strategie hat die Kirche den Weg Dollfuß unterstützt. Die katholische Kirche verzichtet ausdrücklich nicht auf Einfluss und ist in Gremien des Ständestaats wieder vertreten. Trotzdem, der Kirchenhistoriker sieht hier langfristig einen entscheidenden Schritt. Weg aus der Politik, hin zur Seelsorge. Man kann das oder jenes kritisieren. Aber ich finde, das war, ich schreibe es drin, der wichtigste Beschluss der österreichischen Bischofskonferenz im 20. Jahrhundert. Ein neuer Minister vereidigt seine Polizisten. Emil Fey von der Heimwehr. Der Druck auf die Sozialdemokraten, die in den Landtagen noch vertreten sind, steigt. Starhemberg ruft zum Endkampf gegen den Marxismus auf. Fey sagt, wir werden ganze Arbeit leisten. Fey lässt in Arbeiterheimen immer wieder nach Waffen suchen. Am 12. Februar ist das Hotel Schiff, die Linzer Parteizentrale, an der Reihe. Hier wehren sich die Schutzbündler gegen die staatliche Willkür. Josef Schlöderer ist damals 20 Jahre alt, Katholik und an Politik wenig interessiert. Wie viele andere auch ist er Soldat geworden, um der Arbeitslosigkeit zu entkommen. An diesem Tag beim Morgensport ist plötzlich Alarm. Scharfe Munition wird ausgegeben. Es geht zum Hotelschiff. Der Schutzbund macht eine Rebellion. Hat's geheißen, ne? Der Eingang steht unter Beschuss. Die Soldaten liegen in Deckung. Dann aber erhält Schlöderer den Befehl, in den Innenhof vorzudringen. In einer Feuerpause läuft er los. Es fliegen Handgranaten. Drei oder vier Handgranaten sind nicht losgegangen. Wahrscheinlich waren es von Weltkrieg oder irgendwie. So. Auf jeden Fall haben wir einen Schutzengel gehabt. Ne? Der MG-Schütze des Schutzbundes hat keinen Schutzengel. Der Aufstand ist schnell niedergeschlagen. Die Schutzbündler werden verhaftet. Auf jeden Fall sind sie dann abgeführt worden, sind sie rausgekommen, haben die hoch und wir sind draußen gestanden, im Bernett. Und auf einmal ist der Büringer dabei, ein Schulkamerad von mir. Ne? Das war dann bitter. Ne? Ja, das war schon hart.
In vielen Teilen des Landes kämpfen nun Österreicher gegen Österreicher. Auch im Kohlerevier des oberösterreichischen Hausruckgebiets. In Holzleiten wird das über freies Feld anrückende Militär vom Bahnhof aus beschossen. 4 Soldaten fallen. Nach der folgenden Erstürmung des Arbeiterheimes werden 6 Männer an die Wand gestellt, darunter unbewaffnete Sanitäter. 4 von ihnen sterben, 2 überleben schwer verletzt. Pfarrer, heißt es, hätten sich zunächst geweigert, gefallene Schutzbündler auf dem Friedhof zu begraben. Josef Skrabal wird am 12. Februar von Soldaten erschossen. Er ist durch den Hausrucktunnel gegangen, um zu sehen, ob ein vereinbarter Waffenstillstand hält. Nach der darauffolgenden Osterbeichte muss seine Tochter zum Pfarrer, weil sie nach Hause gegangen ist, anstatt die Bußgebete zu verrichten. Dabei spricht sie der Priester auf den toten Vater an. Da hat er Leviten gelesen, weil ich eben da davon gelaufen bin. Und dann hat er gesagt, dein Vater war ein Ketzer. Und du steigst in dieselben Vorstufen. Aber er ist seiner gerechten Strafe nicht entgangen. Mein Vater Ketzer. Ich hab gewusst, was ein Ketzer ist. Das war für mich ganz was Negatives, negativ besetzt. Jetzt war ich sowieso so verwundet. Ein paar Wochen drauf sagt er mir das. Für mich ist aber zusammengebrochen. Und ich kann mich erinnern, wie mein Vater von der Demokratie geredet hat. Da habe ich gesagt, die Demokratie ist ein junges Pflanzerl. Das müssen wir pflegen und hegen, dass das ja nicht kaputt geht. Er war ein Demokrat mit Leib und Seele. Der Bürgerkrieg fordert 330 Todesopfer. Soldaten, Schutzbündler, Polizisten. Er hinterlässt eine zutiefst gespaltene Gesellschaft. Es gibt sicher nicht so etwas wie eine geteilte Schuld am Bürgerkrieg. Also das ist auch so ein Geschichtsmärchen. Also natürlich ist das nach 1945 oder in den Schulbüchern bis in die 1970er Jahre verbreitet worden. Also beide haben Anteil an der Schuld und es gibt eine Selbstausschaltung des Parlaments und so weiter. Das sind Konstruktionen, mit denen es leichter ist, mit dieser schwierigen Geschichte umzugehen. Ich würde den Dollfuss, der im Februar 1934 den Schießbefehl gibt, als jenen autoritären Faschisten verstehen, der nichts dabei gefunden hat, Demokratie zu zerstören, der nichts dabei gefunden hat, autoritäre Strukturen aufzubauen und der vielleicht eben sich ein bisschen im Katholizismus vom braunen Faschismus unterschieden hat und in einigen anderen Elementen auch, aber der eigentlich zum Faschisten geworden ist, wenn man das sieht, zum Austrofaschisten geworden ist. Kardinal Innitzer bezeichnet die im Bürgerkrieg gefallenen Polizisten und Soldaten als Helden, die das Unheil von den Altären abgewendet hätten. Er teilt die Sicht der Regierung, dass dieser Kampf das Land von schwerer Gefahr befreit habe. Aber Innitzer ruft auch auf zum Frieden, wirbt um Vertrauen für den Staat, der entstehen soll. Ein christliches Österreich wird den Arbeitern nicht um sein gutes Recht bringen, schreibt er. Oder als müssten sich nur die auf der anderen Seite bewegen. Kommt herüber und geht mit uns. Ausdrücklich haben die Bischöfe der staatlichen Obrigkeit das Recht zugesprochen, nötigenfalls die Todesstrafe anzuwenden. Aber jetzt bittet Innitzer für zum Tod verurteilte Schutzbündler um Gnade. Die Todesstrafe würde ohnehin nur in den schwersten Fällen vollzogen, lässt Justizminister Schuschnigg verlauten. Ich finde all diese Hinrichtungen. Schuschnigg spricht einen Brief an Kardinal Innitzer. Von 8 ist für mich die Blutschuld des Regimes Dollfuss und des Austrofaschismus. Am 30. April tritt das Parlament doch noch einmal zusammen. Es ist ein regierungstreues Gremium, das die Verfassung des neuen Staates abnickt. Die Verfassung beruft sich auf Gott. Im Namen Gottes des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erhält das österreichische Volk, in seinem christlichen deutschen Bundesstaat, auf ständischer Grundlage diese Verfassung. Mit diesem Vorspruch sind Geist und Inhalt der neuen österreichischen Verfassung gekennzeichnet.
Der neue Staat möchte sich als christliches Idealbild verstehen. Eine vorindustrielle, fast mittelalterliche Agrargesellschaft, in der das christliche Naturrecht gilt. Auch die Habsburg-Vergangenheit wird verklärt. Am 1. Mai 1934 ist Engelbert Dollfuß am Ziel. Der christliche Ständestaat wird proklamiert. Eine von Klassenkämpfen gereinigte harmonische Gesellschaft. Nun wird der sogenannte revolutionäre Schutt aus der Zeit sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung beseitigt. Es wurden die Betriebsräte ausgeschaltet. Es wurde die freie Interessenvertretung der Gewerkschaften ausgeschaltet. In der Sozialversicherung, alle Einrichtungen, gab es massive Leistungskürzungen. Was ist der Hintergrund dafür? Nicht nur die Entlastung der Unternehmer, sondern auch die Entlastung des Budgets. Die politische Gegenreformation ist vollzogen. Doch Festlaune und Pathos können nicht darüber hinwegtäuschen, dass große Teile der Gesellschaft abseits stehen. Dass unser Wien, dass Österreich ewig lebe! In Wirklichkeit ist das Land zerrissen. Die Ausschaltung der Sozialdemokratie schwächt den gemeinsamen Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Der Zweite Bürgerkrieg beginnt am 25. Juli. Der Aufstand der Nationalsozialisten soll den Machtwechsel bringen. Er schlägt fehl. Das prominenteste Opfer ist Bundeskanzler Engelbert Dollfuß. Nach seinem Tod wird er zum politischen Märtyrer des neuen Staates. Ein wahrer Dollfuß-Kult setzt ein. Lieder werden komponiert, Gedenkstätten gebaut. Der Dollfuß-Kirche auf der Hohen Wand leiht ein heiliger Engelbert seinen Namen. Aber es ist klar, wer hier der Heilige ist. Die Politik wird ins Religiöse überhöht. Als toter Führer, als Fürsprecher für den neuen Staat steht er vor Gott. Aber wie christlich ist sein Staat? Tatsächlich empfiehlt die Enzyklika Quadragesimo Anno einen Ständestaat ohne Klassenkampf. Die Kritik von katholischen Theologen bleibt ungehört. Die Enzyklika fordere zuerst eine Entproletarisierung des Proletariats durch gerechte Löhne. Sie sei ein Anstoß zur Gesellschaftsreform, aber keine Grundlage für staatliche Zwangsmaßnahmen. Quadragesimo Anno ging davon aus, dass eine Gesellschaft von unten her aufgebaut wird. Dass die kleinsten Gemeinschaften das leisten sollen, was sie können. Und erst dann, wenn sie es nicht schaffen, die darüber geordnet. Und dann erst zuletzt der Staat. Dollfuß hat praktisch von den Füßen auf den Kopf gestellt, das Modell. Er hat es umgedreht. Nämlich, dass von oben her praktisch aufoktroyiert so etwas wie eine ständische Gesellschaft geschaffen wird. Das neue Österreich-Bewusstsein wird auch publizistisch gestärkt. Ein schönes Land rückt ins Bewusstsein. Der Kirche ist wichtig, dass es nun auch wirklich christlich wird. Es ist ausgeschlossen, dass etwas im Staat erlaubt wäre, was in der Kirche verboten ist, sagt Kardinal Initzer. Er hat zu einer neuen Gegenreformation aufgerufen. Die Bischöfe fühlen sich für Sitte und Moral hauptzuständig. Priester helfen mit, Arbeiterbibliotheken von linker und liberaler Literatur zu säubern. Schulgebet, Religionsunterricht und Gottesdienstbesuch sind für Schüler wieder Pflicht. Nur wer der katholischen Kirche oder der Vaterländischen Front angehört, darf im öffentlichen Dienst arbeiten. Etwa 33.000 Menschen treten wieder in die Kirche ein. Wer hingegen austreten will, wird psychologisch getestet. Ein Affront gegen die evangelische Kirche, die dem Ständestaat mit großer Skepsis begegnet. Wenn jemand den wechseln wollte, weil er gesagt hat, ich möchte mit dem nichts mehr zu tun haben, ich gehe zur freieren evangelischen Kirche, hatte man so einen Test machen müssen. Das ist doch diskriminierend sondergleichen. Der Ständestaat drängt Frauen zurück an den Herd. Eine Ledigensteuer wird eingeführt. Abtreibung wird mit schwerer Kerkerstrafe bedroht. Frauen haben es im Ständestaat schwer, am politischen Leben teilzunehmen.
die Konzeption des Berufsbürgers und nur über die Berufsbürgerschaft durften ja die Menschen im Austrofaschismus politisch mitwirken, schließt nämlich die Hausfrauen aus. Hausfrauen sind ja nicht berufstätig, sie haben keinen Beruf, die Hauswirtschaft zählt nicht als Beruf. Das heißt, die so hochgeschätzten Hausfrauen im katholischen Milieu, ja, war das ja das Idealbild, die Hausfrau, wird aus der Politik von vornherein ausgeschlossen. In Wöllersdorf und anderswo hat die Regierung Anhaltelager eingerichtet, in denen die sogenannten inneren Feinde interniert werden. Zunächst vor allem Nationalsozialisten, nach 1934 viele Sozialdemokraten. Prominenter Häftling, der Schulreformer Otto Glöckl, der kurz nach seiner Haftentlassung stirbt. In Wirklichkeit war das ein ganz anderer Staat, ganz andere Elemente, autoritäre Elemente, faschistische Elemente, Terror, Bürokratie als Terrorinstrument. Und das hat mit katholischer Kirche oder katholischer Soziallehre gar nichts zu tun. Also ich glaube, dass auch jetzt sehr scharf gesagt, das Christlich-Soziale und die wirklich einen auf Sozialentzyklen basierenden Staat wollten, in der Minderheit waren. Der katholische Österreich-Patriotismus muss gestärkt werden. Das Regime hat die Landesverweisung der Habsburger aufgehoben und liebäugelt mit der Wiedereinführung der Monarchie. Großer Aufmarsch der Vaterländischen Front, der neuen Einheitspartei. Parallel zum Staat vereinheitlicht auch die katholische Kirche ihre Struktur. Die zahlreichen katholischen Vereine werden jetzt in einer Großorganisation zusammengefasst und den Bischöfen unterstellt. In der katholischen Aktion. Doch es bleibt nicht alles eitel Wonne zwischen Kirche und Staat. Das Verhältnis zum Dollfuß-Nachfolger Kurt Schuschnigg ist bei weitem distanzierter. Kardinal Initzer vermisst Sittenstrenge im Staat. Josephine Baker zum Beispiel. Schon seit den 20er Jahren ist sie Ziel katholischer Empörung. Die nackte Hedy Lamarr im Kino, die neuen technischen Errungenschaften. Die Menschen leben nicht nur nach den Vorstellungen der Kirche. Vielleicht hätte man mit dem Begriff christlicher Staat noch etwas warten sollen, sagt Initzer. Die Kirche ist enttäuscht, dass ihr der Staat nicht das Monopol der Jugenderziehung überlassen will. Mehrere Bischöfe kritisieren aber auch, dass der erhoffte Ausgleich zwischen Arbeitern und Unternehmern ausbleibt. Die Sozialtöpfe werden zugunsten von Heer und Polizei gekürzt. Unternehmer nützen die prekäre Situation der Arbeiter aus. Bei aller Kritik, die zunehmend getätigt wurde, der Episkopat der katholischen Kirche hat es nicht geschafft, sich tatsächlich praktisch auf ernsthafte Distanz zum System zu gehen. Der Traum vom christlichen Staat, von einigen geträumt, von anderen instrumentalisiert. Er ist bald ausgeträumt. Längst wirft der Anschluss seine Schatten voraus. Die Nationalsozialisten werden stärker. Sie nennen den christlichen Ständestaat eine Kolonie des Vatikan. Fast alle österreichischen Bischöfe sind gegenüber den Nazis sehr kritisch eingestellt. Aber Bischof Alois Hudal in Rom beschreibt in seinem umstrittenen Buch die Vereinbarkeit von Christentum und NS-Ideologie. Bischof Gföllner hat schon 1933 in einem berühmt gewordenen Hirtenbrief eine klare Ablehnung des Nationalsozialismus formuliert, dessen Rassenstandpunkt unvereinbar mit dem Christentum sei. Aber Gföllner argumentiert selbst antisemitisch. Den schädlichen Einfluss des Judentums in Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft zu bekämpfen, sei Christenpflicht, schreibt er. Gföllners Antisemitismus wird von den Nazis instrumentalisiert. Mit dem Einmarsch der Nationalsozialisten wird die alte Symbiose zwischen Staat und Kirche, die bereits 1918 zu Ende ging, aber im Ständestaat noch einmal auflebte, zerstört. Das moralische Ansehen der Kirche hat durch diese enge Liaison mit einer Diktatur enormen Schaden gelitten. Und damit auch praktisch die Glaubwürdigkeit einer Kirche, die ja
angibt, kundtut, dass sie für alle da ist, eben dann nur für einen Teil der Menschen in Österreich vorhanden war. Die Nazis werden ohne Diskussion die alten Streitpunkte lösen. Sie werden die Zivilehe und den Kirchenbeitrag einführen und die Dominanz der Kirche in der Schule brechen. Jede staatliche Autorität kommt von Gott. Also wird auch Adolf Hitler mit Glockengeläut empfangen. Die Bischöfe hoffen, sich auch diesmal arrangieren zu können. Doch mit dem Führer ist kein Kompromiss möglich. Der Traum vom christlichen Staat ist endgültig gescheitert. Es ist ein Irrtum, dass der Ständestaat ein katholischer Ständestaat war. Katholizismus war nur ein instrumentalisiertes Element, aber da gibt es viele andere. Aber dann kommt doch in den 30er Jahren der Rückzug der Kirche aus der Politik. Und dann kommt noch einmal dieser Bruch, 38, 39, wo sich die Kirche wirklich nach innen bewegt und bewegen muss, weil sie außen vollkommen jeden Einfluss verloren hat. Als Adolf Hitler in Linz erwartet wird, ist auch der Priesterseminarist Johann Weidinger unterwegs zum Hauptplatz. Auf einmal pflanzt sich vor mir so ein richtiger Brockenmann auf und gibt mir so einen Kinnhaken. Ich bin umgefallen wie ein Stück Holz. Bin eine Zeit liegen geblieben, es hat sich aber kein Mensch um mich gekümmert. Dann hab mich wieder aufgerappelt und mir war dieses Erlebnis genug.